Mal eben kurz nach einem neuen Smartphone geguckt und zack, schon hat man einen Handyvertrag an der Backe, den man eigentlich gar nicht wollte. Handyverträge. Heute unser Thema bei Mach dich schlau, das Verbrauchermagazin. Was denn? Gegen feuchte Räume hilft nur das Stoßlüften. Wie 350 Euro auf der Seite, stand dort nur 8,99. Telefonische Beratung 60 Euro. Wir haben hier das neue Samsung X5. Anfahrtskosten 80 Euro. Mit super großem Display, ganz viel Arbeitsspeicher und viel Speicherplatz. Und die Servicegebühr von 90 Euro. Sie müssen nur hier kurz unterschreiben. Das sind 350. Hallo junge Frau, Sie sehen so gestresst aus. Da kann ich Ihnen helfen. Haben Sie Kinder? Ja, zwei Jungs, 11 und 13. Na, die freuen sich doch sicherlich über ein neues Smartphone. Wir haben ihn gerade frisch zu Weihnachten reinbekommen. Das neue Samsung... Ich habe eigentlich gar keine Zeit. Gar kein Problem, es dauert überhaupt nicht lange. Wir haben hier das neue Samsung X5 mit super großem Display, ganz viel Arbeitsspeicher und viel Speicherplatz. Und dann hier noch das Handy mit Fingerabdrucksensor, auch einem riesigen Display und 32 GB. Und wenn Sie die beiden kaufen, dann kriegen Sie das Gerät noch kostenlos dazu. Okay, und was kostet der Spaß? Alles im Vertrag für 20 Euro pro Gerät im Monat. Sie müssen nur hier kurz unterschreiben und dann gehören die Geräte Ihnen. Wann Verträge gültig sind, ob eine digitale Unterschrift immer bindend ist und wie das nochmal mit dem Widerrufsrecht war. Damit setzt sich die Expertin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Jennifer Kaiser, tagtäglich auseinander. Jennifer Kaiser ist Expertin für Themen rund um Digitales und Telekommunikation. Sie weiß genau, wann ein Vertrag ist und wie man aus diesem vielleicht auch wieder rauskommt. Jenny, schön, dass du da bist. Hallo. Handyverträge ist ja so eine Sache. Man kann sie online abschließen, man kann sie im Shop kaufen. Man kann sie auch auf der Straße vielleicht unterschreiben, aber es lauern ja doch immer wieder irgendwelche Vertragsfallen oder vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten. Auf jeden Fall bleiben oft viele, viele Fragen offen. Was ist denn so eine Geschichte, die dir im Kopf geblieben ist aus deinem Beratungsalltag, wo vielleicht das mit dem Handyvertrag nicht ganz so lief, wie man sich das dachte? Ja, ein Verbrauchersachverhalt, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war der Fall einer Mutter, die mit ihrem minderjährigen Sohn mehrere hundert Kilometer entfernt einen Arztbesuch wahrgenommen hat. Und die beiden haben in einer Pause die Chance genutzt und sind in einen Mobilfunkladen gegangen. Die Mutter wollte für ihren Sohn gerne einen Handyvertrag abschließen, so als Zweitkarte, Partnerkarte oder ähnliches. Und in dem Geschäft ging es dann ziemlich schnell zur Sache. Es wurden super viele Angebote unterbreitet und der Verkäufer suggerierte dann der Mutter, dass er erstmal eine Schufa-Abfrage machen müsse und dazu benötige er einmal eine Kopie des Personalausweises und dann noch schnell hier eine Unterschrift auf dem Tablet. Und die Mutter hat zwar immer wieder darauf hingewiesen, ich wollte mich ja nur erkundigen, gibt es die Möglichkeit, was würde das kosten, so ein kleiner Vertrag für meinen Sohn? Und er meinte, ja, machen Sie sich keine Sorgen, wir machen das schon. Und ja, tatsächlich hat sie eben nicht eingewilligt, dass eine Schufa-Auskunft über sie eingeholt wurde, sondern sie hatte letztendlich drei verschiedene Mobilfunkverträge quasi an der Backe. Aha. Und ich war ihr dann dabei behilflich, sich von diesen Verträgen wieder lösen zu können. Und sie konnte sich dann auch wieder lösen von diesen Verträgen? Ja, das haben wir Gott sei Dank hinbekommen. Wahnsinn. Ja, das mit der digitalen Unterschrift ist ja so eine Sache. Ich glaube, dazu passt ganz gut unser allererster Irrtum. Mit einer digitalen Unterschrift kommt kein Vertrag zustande. Könnte man ja meinen. Man unterschreibt ja nur mit so einem Stift auf irgendeinem Monitor. Vielleicht hat man sich das eh noch gar nicht richtig durchgelesen. Manchmal weiß man auch gar nicht so richtig, was man da genau unterschreibt. Wie ist denn das mit meiner digitalen Unterschrift? Ist die genauso bindend wie meine Unterschrift auf Papier? Tatsächlich ist die digitale Unterschrift genauso bindend. Man kennt es ja zum Beispiel, wenn man im Supermarkt mit der EC-Karte bezahlt und dann gebeten wird, nur noch mit so einem speziellen Pen auf einem Touchscreen zu unterschreiben. Genauso ist das dann auch in einem Mobilfunkladen. Wenn dort auf so einem Tablet oder auf so einer speziellen Oberfläche unterschrieben wird, dann wird diese Unterschrift auf das Vertragsformular transferiert und ist damit zu einem wirksamen Vertragsschluss möglich. Mhm.
zu einem Vertragsschluss, den ich vielleicht ja gar nicht haben wollte. Dazu passt auch unser Irrtum Nummer 2. Das Widerrufsrecht. Ist das denn so? Habe ich immer Widerrufsrecht? Habe ich 14 Tage Widerrufsrecht? Habe ich überall Widerrufsrecht? Wie funktioniert das? Ja, oftmals hört man ja, dass Verbraucher, die in so einem Handyshop waren, dass sie dann sagen, ja, Gott sei Dank habe ich ja ein Widerrufsrecht und ich würde jetzt gern wissen, wie lange ist denn die Frist noch dazu? Und da muss man leider sagen, man muss höllisch aufpassen, weil das Widerrufsrecht von Gesetzes wegen immer nur dann gewährt wird, wenn ein Vertrag in einer sogenannten Überrumpelungssituation zustande gekommen ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel online vielleicht schnell was geklickt habe oder wenn ich mich am Telefon habe überreden lassen, auch wenn diese Anrufe vielleicht ohne eine Einwilligung erfolgt sind und damit eigentlich verboten sind, oder aber an der Haustür mich ein Medienvertreter aufsucht und mir schnell ganz tolle Angebote unterbreitet und ich in so einem Fall, weil ich gerade weg wollte oder weil ich noch einen Termin habe, vorschnell etwas unterschreibe. In diesen Fallkonstellationen, da gewährt der Gesetzgeber den Verbrauchern ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Begibt sich der Verbraucher allerdings in einen Shop, da sagt der Gesetzgeber, da wusste der Verbraucher ja, was er tut. Er ist in den Shop gegangen, er wusste, was es in diesem Shop gibt. Und wenn er dann dort ein Vertragsformular unterschreibt, dann steht ihm kein Widerrufsrecht zu. Also das hieße ja jetzt, in unserem Beispiel haben wir gesehen, die Frau geht über die Straße, sie wird angequatscht und bekommt ein Handy in die Hand gedrückt und sagen, hier, schnell unterschreiben. Das heißt, in diesem Fall könnte sie von dem Vertrag zurücktreten, weil es eine Überrumpelungssituation war, oder? Exakt, genau. Mhm. Außerdem handelt es sich ja in diesen Fällen, wie es dann juristisch im Gesetz steht, um einen Außergeschäftsraumvertrag und Verträge, die außerhalb von geschlossenen Geschäftsräumen geschlossen werden, die sind widerrufbar. Ah. Und jetzt aber bei dem Beispiel, was du vorhin erzählt hast mit der Mutter und ihrem Sohn, die sind ja jetzt in so einen Laden gegangen, haben einen Vertrag abgeschlossen. Da war ja dann aber wahrscheinlich der Punkt, dass sie ja übers Ohr gehauen wurden. Aber wie konntet ihr das nachweisen dann? Ja, also in diesem Fall kamen zwei Komponenten dazu. Zum einen hatte der Verkäufer unter anderem einen Mobilfunkvertrag unterschreiben lassen mit Smartphone, also ein sogenannter subventionierter Vertrag. Dieses Smartphone wurde der Dame aber nie ausgehändigt. Wir haben also gegenüber dem Anbieter bestritten, dass überhaupt ein Gerät ausgehändigt wurde. Das wurde dann kontrolliert, ob dieser Shop an diesem Tag zu dieser Vertragsnummer eine Freigabe eines Smartphones getätigt hat. Das war tatsächlich nicht der Fall, sodass wir also da schon ein bisschen so die ganze Konstellation erschüttern konnten. Hinzu kam natürlich, dass diese ganze Geschichte hunderte Kilometer entfernt passiert ist. Das hat also auch nochmal den Hintergrund bekräftigt. Die Mutter und der Sohn wollten sich nur erkundigen. Sie haben diese Pause während der ärztlichen Untersuchung nur zur Information genutzt. Und letztlich konnte man natürlich nachweisen, dass die Frau weder eine der drei SIM-Karten aktiviert hatte, geschweige denn überhaupt erhalten hatte. Okay. Und so konnten wir mit dem Anbieter relativ schnell dafür sorgen, dass es sich hier um eine absolute Täuschung gehandelt hatte, dass die Unterschrift nur geleistet wurde, weil ihr eben ein anderer Sachverhalt dazu erzählt wurde. Jetzt habe ich einen Vertrag abgeschlossen. Dazu passt auch unser Irrtum Nummer 3. Jetzt hatten wir ja das Thema Widerrufsrecht, wir hatten das Thema Täuschung. Aber was passiert denn wirklich? Ich gehe in einen Laden, ich schließe einen Vertrag ab, gehe raus und denke, oh, Mist, nee, eigentlich, oder ich habe am nächsten Tag denke, oh, ich weiß nicht, vielleicht war es jetzt zu schnell oder oh, vielleicht hätte ich doch lieber das andere Handy genommen. Ist ein Vertrag immer bindend? Also ist, wenn ich ihn einmal geschlossen habe, komme ich nicht mehr raus, oder? Es gibt die Möglichkeit der sogenannten Anfechtung. Man kann also, wenn man irgendwie der Meinung ist, man hat einem Irrtum auferlegen oder man wurde eben getäuscht oder durch Nötigung zu dieser Unterschrift irgendwie überredet, überrumpelt, gezwungen, dann gibt es die Möglichkeit, eine solche Vertragserklärung, die Unterschrift ist dann diese Annahme des Vertrages, anzufechten. Das sollte man unverzüglich tun. Also wenn man der Meinung ist, da ist was nicht ganz sauber gelaufen, dann sollte man natürlich auf jeden Fall sofort die Anfechtung erklären und vielleicht dann unter Zuhilfenahme der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz einfach versuchen, aus solchen Vertragsverhältnissen, die wirklich auf sehr dubiose Art und Weise vielleicht zustande gekommen sind, wieder rückgängig zu machen.
Wie ist so deine Erfahrung? Kann man da auch manchmal auf die Kulanz der Händler oder der Vertriebler bauen oder sind die da sehr streng? Wie ist so da deine Erfahrung? Also die Mobilfunkanbieter, das können wir schon sagen, dass da eine gewisse Kulanz schon vorherrscht, wenn sich die Verbraucherzentrale meldet, wenn der Verbraucher auch eine nachvollziehbare Geschichte erzählen kann, die vielleicht durch den einen oder anderen Punkt, wie in dem Fall der Mutter, dass sie tatsächlich hunderte Kilometer entfernt wohnt und in diesem Shop in der Nähe war eben dieser Arzt. Also wenn sich dann da tatsächlich Anhaltspunkte ergeben, die eine solche Geschichte bekräftigen können, dann sind die Anbieter auf jeden Fall auch kulant und überdenken solche Vertragsabschlüsse. Ja, jetzt haben wir viel über Stolpersteine und Fallen gehört und auch ein bisschen was darüber, was man dagegen tun kann. Was wären denn deine Top 3 Tipps für Verbraucher und Verbraucherinnen zum Thema Handyvertrag? Ja, zu den Top 3 Tipps würde ich sagen, also in allererster Linie sollte man auf gar keinen Fall vorschnell in so einem Handyladen irgendetwas unterschreiben, sei es jetzt noch auf Papier oder auch auf einem Tablet. Man sollte wirklich noch mal genau nachfragen, was ist denn das, was ich hier unterschreiben soll. Wenn auf dem Tablet eben die Sicht sehr klein ist, sollte man den Verkäufer bitten, noch ein bisschen zu scrollen, dass man mal sieht, was steht denn ganz oben als Überschrift. Steht da tatsächlich irgendwas von Neuauftrag oder Mobilfunkauftrag oder steht da tatsächlich Einwilligungsweitergabe oder ähnliche? Also man sollte auf jeden Fall sich die Zeit nehmen und zu schauen. Ganz wichtig ist auch, vielleicht ist man ja sogar zu zweit, dass man wirklich nochmal zusammenschaut, ist das auch das, was uns hier besprochen wurde, was wir hier besprochen haben, ist es das, was uns der Verkäufer angeboten hat? Gibt es vielleicht irgendwelche Punkte, die vielleicht etwas strittig sind, wo man sich denkt, das war aber so nicht ganz besprochen oder ich verstehe das nicht ganz, dass man wirklich also auch nochmal das Gespräch sucht, nochmal nachfragt. Und als letzten wichtigen Tipp sollte man sich natürlich, wenn wirklich noch Unsicherheiten bestehen oder man wirklich das Gefühl hatte, irgendwie verstehe ich das nicht so ganz, dass man, bevor man eine Unterschrift leistet, sich vielleicht nochmal die wesentlichen Vertragsdetails auf einem Papier von dem Verkäufer einfach nochmal niederschreiben lässt. In den besten Fällen macht der Verkäufer noch den Stempel seines Ladens drunter und schreibt seinen Namen dazu, dass man, wenn man das Ganze überdacht hat, dann einfach am nächsten Tag kommen kann und sagen kann, hier in dem Laden wurde mir dieses und jenes Angebot gemacht, ich würde das jetzt gerne annehmen. Verbraucher sollten sich von solchen Aussagen wie das Angebot gilt aber nur heute und ich habe von den Smartphones nur noch eins im Regal, da sollte man sich einfach nicht zu irgendwas überreden lassen, was einem später vielleicht dann doch gar nicht zusagt. Auf jeden Fall ist klar geworden, bei Handyverträgen immer vorsichtig sein. Niemals drängen lassen und vor allem immer vergleichen und alles ganz in Ruhe lesen. Und so sollte es eigentlich auch sichergestellt sein, dass man am Ende den Handyvertrag hat, den man auch wirklich wollte. Wenn Sie mehr zu unserem Magazin und unseren Beiträgen wissen möchten, schauen Sie doch auf unseren YouTube-Kanälen vorbei, entweder beim OKTV Mainz oder bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Was denn? Gegen feuchte Räume hilft nur das Stoßlüften. Wie 350 Euro auf der Seite stand auch nur 8,99. Telefonische Beratung 60 Euro. Wir haben hier das neue Samsung X5. Anfahrtskosten 80 Euro. Mit super großem Display, ganz viel Arbeitsspeicher und viel Speicherplatz. Und die Servicegebühr von 90 Euro. Sie müssen nur hier kurz unterschreiben. Das sind 350.